Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 18 meines YouTube-Adventskalenders. Heute geht es darum, dass ihr schon 17 Videos geguckt habt. Ich hoffe, du hast schon 17 Buchstaben gefunden. Wenn nicht, dann noch einmal zurückspulen und die ganzen anderen Videos noch einmal gucken. Ihr braucht zum heutigen Tag 17 Buchstaben, nämlich bei dem Video, das jetzt gleich kommt, erhaltet ihr Buchstabe Nummer 18. Wenn du dir jetzt denkst, wieso denn eigentlich Buchstabe? Ich veranstalte mit der Firma Pax ein ganz, ganz tolles Gewinnspiel. Ihr könnt diesen tollen Sitzsack gewinnen und wie funktioniert's? Alle Videos anschauen, in den Videos ist jeweils ein Buchstabe versteckt. Am Ende des Adventskalenders die ganzen Buchstaben zusammenreihen und du erhältst ein Lösungswort. Mit diesem Lösungswort kannst du an der Verlosung für diesen tollen Sitzsack teilnehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und wir schalten jetzt live in den Rettungswagen. Freunde, willkommen zurück hier im Rettungswagen. Heute geht es um ein neues Produkt und zwar geht es heute um das Stethoskop. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal so ein Stethoskop gesehen. Beim Hausarzt wird es sehr, sehr häufig benutzt, um die Lunge abzuhören. Man kann verschiedene tolle Sachen mit dem Stethoskop machen. Wieso wir es dabei haben und was man damit eigentlich so alles machen kann, das seht ihr jetzt. Leute, wenn ihr euch so ein Stethoskop anguckt, ist am einen Ende so eine Membran und am anderen Ende, man nennt das Ohroliven. Also man steckt es. Ohroliven. Ja, man nennt es wirklich Ohroliven. Ja. Man nennt es tatsächlich Ohroliven. Und diese Ohroliven steckt man sich ins Ohr. Und über die Membran kann man dann den Patienten abhören. Man sagt auch auskultieren dazu in der Fachsprache. Was kann man denn so alles abhören? Viele von euch kennen es mit Sicherheit, die Lunge. Die kann man abhören, beispielsweise wenn man Verdacht auf eine Lungenentzündung hat oder eine Bronchitis, hört der Arzt die Lunge ab. Man kann allerdings auch den Bauch abhören, das Abdomen auskultieren und auch das Herz. Auch das ist möglich. Wieso haben wir so einen Rettungswagen dabei? Naja, wir haben es zum einen dabei zum Blutdruck messen, um den Blutdruck zu messen. Wie das genau geht, seht ihr in dem nächsten Video. Und wir haben es dabei, um die Lunge, den Bauch und das Herz abzuhören. Für diese ganzen Sachen haben wir das Stethoskop dabei. Bei Schwerverletzten beispielsweise können wir die Lunge auskultieren und können dann feststellen, ob ein Lungenflügel kollabiert ist, also eingefallen ist und nicht mehr funktioniert. Das können wir feststellen. Wir können aber auch feststellen, beispielsweise, wenn jemand lange Zeit keinen Stuhlgang hatte, ob der Darm verschlossen ist, ob es einen Darmverschluss gibt. All das können wir über das Stethoskop im Rettungsdienst erfahren. Und deswegen, und genau deswegen, haben wir ein Stethoskop auf dem Rettungswagen mit dabei. So, der Thomas zeigt euch das Ganze jetzt nochmal in der Nahaufnahme. Hier vorne sieht man die Membran, verbunden über so einen Schlauch. Und hier sieht man die Ohroliven. So Freunde, heute habt ihr kennengelernt, wieso wir so ein Stethoskop mit auf dem Rettungswagen mit dabei haben. Dieses Stethoskop gibt es sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Dann ist dann die Membran einfach ein bisschen kleiner. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert es, wenn ihr eine Frage habt. Und ganz wichtig, was müsst ihr aktivieren? Die Glocke. Die Glocke aktivieren, ganz, ganz wichtig. Morgen Abend sehen wir uns wieder hier in unserem YouTube-Adventskalender. Jeden Tag kommt ihr ein neues Video online und wir stellen euch morgen wieder ein neues Produkt aus dem Rettungswagen vor. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend. Schaut dann auch auf dem Instagram-Account von Thomas vorbei. Eine Einblendung. Auf meinem Instagram-Account auch nochmal vorbeischauen. Und dann sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Macht's gut, Freunde, und ciao.